Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung im Jahr 2014. Und weil das Jahr fast zu Ende ist, möchten wir heute noch einmal zurückblicken auf all die schönen und spannenden, großen und kleinen Themen, die uns in unserem Bistum Augsburg in diesem Jahr beschäftigt haben. Lassen Sie uns zusammen das Jahr Revue passieren. Den Anfang machen die Monate Januar bis März. Unter dem Motto Segen bringen, Segen sein waren rund um den 6. Januar wieder 600 Kinder und Jugendliche im Bistum Augsburg unterwegs. Als Heilige Drei Könige verkleidet sammelten sie Geld für das Kindermissionswerk Die Sternsinger und schrieben die Segensformel an die Türen der Spender. Die Sternsinger-Aktion ist mittlerweile die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Beispielland war diesmal das südostafrikanische Land Malawi. Insolvenz bei Weltbild. Da sich am 10. Januar Vertreter der kirchlichen Gesellschafter nicht auf eine weitere Finanzierung einigen konnten, meldete das Unternehmen Insolvenz an. Als Insolvenzverwalter wurde Arndt Geiwitz eingesetzt. Hintergrund: Die Geschäftsführung von Weltbild hatte zur Sanierung des angeschlagenen Unternehmens statt der ursprünglich angekündigten 65 Millionen Euro plötzlich 135 Millionen von den kirchlichen Eigentümern verlangt. Damit wurde der schon lange diskutierte Ausstieg aus der Verlagsgruppe unumgänglich. Dennoch blieb die Kirche bei ihrer Zusage von 65 Millionen. Jetzt allerdings sollte damit die Zerschlagung des Konzerns verhindert werden. Ende Januar stellte das Bistum Augsburg dann einen Massekredit über 15 Millionen Euro zur Verfügung, um die Fortführung des laufenden Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. Nach Verhandlungen mit mehreren Investoren stieg im August 2014 das Finanzunternehmen Dröge als Mehrheitseigentümer ein. Für uns eine kleine Übergabe, für die Diözese ein gewaltiger Schritt. Mit diesen Worten nahm der Augsburger Bischof das erste Exemplar des neuen Gotteslobs mit Augsburger Diözesanteil entgegen. In 10-jähriger Entstehungsphase wurde das gemeinsame Gebet und Gesangbuch aller deutschsprachigen Diözesen entwickelt. Es löst das alte Gotteslob aus dem Jahr 1975 ab. Die Erstauflage für die Pfarreien in Höhe von 255.000 Stück hat die Diözese Augsburg mit 3,3 Millionen Euro finanziert. Ich denke, das ist eine sehr gute Investition, wenn man sieht, welche Zeitdauer das Buch ja auch hat. Ich kann mich nur erinnern, als ich zur Erstkommunion kam, 1976, habe ich gerade das neue Gotteslob bekommen. Das habe ich heute auch noch. Ich denke, das ist ein Buch, das einen eigentlich das ganze Leben lang auch begleitet. Das neue Gotteslob, das im St. Ulrich Verlag erscheint, ist größer, modern und ansprechend gestaltet und enthält viele neue Texte und Lieder. Es soll die Katholiken nicht nur im Gottesdienst, sondern auch als Haus- und Gebetsbuch begleiten. Am 16. Februar wurden in allen Pfarreien des Bistums die neuen Pfarrgemeinderäte gewählt. Die Wahlbeteiligung lag im Durchschnitt bei 13%. Es gibt Pfarreien, die haben fast 90% Wahlbeteiligung, ganz kleine Pfarreien mit nur vielleicht 150, 120 Wahlberechtigten. Auch solche Pfarreien haben wir ja in der Diözese, während die großen Pfarreien alle, fast alle, gewaltig unter 10% mit ihren Wahlbeteiligungen gesunken sind. Erfreut war man beim Diözesanrat über die gute Mischung zwischen jüngeren und älteren Kandidaten. Außerdem wurden rund 40% Neulinge gewählt. Papst Franziskus ein Jahr im Amt. Am 13. März 2013 hatten ihn die Kardinäle im Konklave gewählt. Im ersten Jahr seiner Amtszeit hat er frischen Wind in den Vatikan gebracht und mit einigen Konventionen gebrochen. Nicht nur eine Reform der Kurie hat er auf den Weg gebracht, sondern auch Diskussionen um die Rolle der Frau in der Kirche und den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen angestoßen. Im Mittelpunkt jedoch steht für den Argentinier immer, dass der Glaube ganz nah am Menschen dran ist. 24 Stunden für Gott, 24 Stunden für die eucharistische Anbetung und für den Empfang des Sakraments der Buße und der Versöhnung. Nach einem Aufruf des Heiligen Vaters an alle Diözesen weltweit war auch der Augsburger Dom vom Freitag, 28. März, 17 Uhr bis zum darauffolgenden Tag um 17 Uhr für Gebet und Beichte geöffnet. In der österlichen Fastenzeit spielen neben Fasten und Gebet auch Umkehr und Buße eine wichtige Rolle. Über 30 Priester und Bischöfe standen die ganze Nacht zur Verfügung.
Spannend ging es auch in den nächsten Monaten weiter. Im April stand ganz Rom im Zeichen der Heiligsprechung zweier Päpste. In Deutschland sorgte der Katholikentag in Regensburg für großen Andrang. Das beschäftigte die Gläubigen auch bei uns im Bistum. Aber auch der Geburtstag unseres Bischofs stand im Terminkalender. Fronleichnam und die Priesterweihe. All das und mehr in den Monaten April bis Juni. Etwa 1 Million Menschen nahmen in Rom an der gleichzeitigen Heiligsprechung von zwei Päpsten teil. Vor dem Beginn der Zeremonie umarmten sich Papst Franziskus und Benedikt XVI. Nach der dreifachen Bitte durch Kardinal Amato sprach Franziskus die Heiligsprechungsformel und erhob damit Johannes Paul II. Und Johannes XXIII. Zur höchsten Ehre der Altäre. Anschließend wurden die Reliquien der beiden neuen Heiligen vorgebracht. Eine Blutampulle von Johannes Paul brachte Floribeth Mora Diaz aus Costa Rica, die auf dessen Fürsprache von einem unheilbaren Hirnaneurysma geheilt worden war. Der Reliquienbehälter von Johannes XXIII. Mit Hautpartikeln wurde von dessen Neffen gebracht. Bei ihm hatte Franziskus auf den Nachweis eines Wunders verzichtet. Der Konzilspapst sei auch so ein Vorbild im Glauben. Beide Päpste werden für ihre Barmherzigkeit und Volksnähe verehrt. Zwei Heiligsprechungen auf einmal, ein kraftvolles Signal für die Weltkirche. Das hatte es so noch nie gegeben. In ganz Deutschland öffneten am Tag der offenen Klöster Ordensgemeinschaften ihre Räume. Im Bistum machten 50 Ordensgemeinschaften mit. So zum Beispiel das Augsburger Innenstadtkloster Maria Stern. Zur Führung durch den Bibelgarten kamen zahlreiche Besucher und im Kreuzgang bat Schwester Edna zum Tanz. Die gebürtige Brasilianerin hatte Schrittfolgen aus ihrer Heimat mitgebracht. Die Palutiner in Friedberg erkannte man auf den ersten Blick gar nicht als Ordensbrüder, denn sie haben zwar einen Habit, viele tragen ihn aber nur zu besonderen Anlässen. Wie vielfältig Klosterleben sein kann, das zeigten die Dillinger Franziskanerinnen im Augsburger Viertel Centerville Nord. 41 Nationen leben hier. Viele Menschen sind arbeitslos, viele alleinerziehend. Christen leben in der Minderheit. Und doch ist hier ein lebendiges katholisches Zentrum entstanden. Den Tag der offenen Tür nutzte auch Bischof Konrad Stasa fast ganz privat, um das Leben der Menschen in Centerville Nord zu verstehen. Auch in Kaufbeuren konnten Menschen ihre Neugier befriedigen und hinter sonst verschlossene Türen blicken. In Wangen und Isny wanderten Brüder und Schwestern der franziskanischen Familie zusammen mit ihren Besuchern. Gemeinsam unterwegs sein, auch das kann Einblicke gewähren. Das Archiv des Bistums Augsburg wird umziehen in die alte Pfarrkirche St. Josef im Augsburger Stadtteil Oberhausen. 13,6 Millionen Euro wird der Umbau insgesamt kosten. Rund 1,5 Millionen Euro waren außerdem für den neuen, verkleinerten Altarraum von St. Josef notwendig. Das große Kirchenschiff von St. Josef war entkernt worden. 20.000 Regalmeter Archivmaterial werden hier später untergebracht. Ein Bauprojekt, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Mit Christus Brücken bauen. Unter diesem Motto hatte Ende Mai der 99. Katholikentag in Regensburg begonnen. 5 Tage lang sollten neue Wege gezeigt werden. Neue Wege auch für eine Kirche, die sich immer wieder selbst erneuert. Es war eine Großveranstaltung mit über 1000 Programmpunkten und vielen Gästen aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Der Dauerregen zum Auftakt störte dabei niemand. So groß war die Freude über die insgesamt gelungene und erfolgreiche Organisation. Auch aus unserem Bistum waren viele Pilger nach Regensburg gereist und stürzten sich mit viel Elan ins Getümmel. Petrus war an diesem Tag wohl mit im Boot, denn zum 70. Geburtstag von Bischof Konrad Stasa herrschte bestes Wetter. Rund 400 Gäste waren zu St. Ulrich und Afra nach Augsburg gekommen, um ihrem Bischof persönlich zu gratulieren. Es war ein kurzweiliger Abend, ohne lange Reden, dafür mit vielen heiteren Anekdoten, literarischen Momenten und musikalischen Höhepunkten. So hatten die Großnichten und ein Großneffe des Bischofs als Überraschungsgäste für ihn, den Musikliebhaber, eigens etwas einstudiert. Das Wetter spielte auch bei der Augsburger Fronleichnamsprozession mit. Der gemeinsame Glaube vereinte auch in diesem Jahr alle Teilnehmer der Prozession. Das Herz der Prozession ist stets die geweihte Hostie in der Monstranz. Sie wurde zu den 4 festlich geschmückten Altären getragen. Hier beteten die Gläubigen für die Bürger der Stadt und die Völker der Welt. Im Bistum Augsburg hat das Fronleichnamsfest eine besonders lange Tradition. Bereits im Jahr 1273 fand hier die erste Prozession statt.
Bis auf den allerletzten Platz war der Augsburger Dom gefüllt, als Bischof Konrad Starsa vier junge Diakone zu Priestern weihte. Für Gabriel Bucher, Helmut Epp, Thomas Ruf und Simon Stegmüller markierte die Weihe gleichzeitig das Ende ihrer Ausbildung und den Beginn einer neuen Aufgabe im Bistum Augsburg. Sie alle schworen dem Bischof Treue und Gehorsam. Vor hunderten mitgereisten Verwandten, Wegbegleitern und Mitgliedern ihrer Heimatpfarreien kam dann der entscheidende Moment. Durch die Handauflegung des Bischofs und schließlich aller anwesenden Geistlichen wurden die Diakone zu katholischen Priestern geweiht. Ein kurzer Moment, entscheidend für ein ganzes Leben. Es ist das Highlight im Bistum Augsburg. Jedes Jahr lockt die Ulrichswoche tausende Menschen nach Augsburg. Gefeiert wird mit Wallfahrten, Gottesdiensten und zahlreichen Möglichkeiten zur Begegnung. Aber das war nicht der einzige Höhepunkt im Sommer. Sehen Sie selbst, was die Monate Juli bis September noch zu bieten hatten. Über 40 Gottesdienste, darunter erstmals auch eine Blaulichtmesse für Polizei und Hilfsorganisationen, zahlreiche Segnungen und nicht zuletzt die Möglichkeit zur Begegnung. Das war die Ulrichswoche 2014. 10 Tage lang feierten Gläubige aus dem ganzen Bistum unter dem Leitwort Lumen Fidei, das Licht des Glaubens, ihrem Patron, den heiligen Ulrich, und erinnerten daran, wie der damalige Bischof von Augsburg bei der Schlacht auf dem Lechfeld im Jahr 955 nur durch das Gebet die heidnischen Heere abwehren konnte. Er hatte Freude am Repräsentieren und am Regieren, aber er kümmerte sich ebenso um die Armen und Kranken, um die Ausbildung des Klerus und die Verbesserung der Predigt. Eine Besonderheit der Ulrichswoche waren wieder die Wallfahrten. Zu Fuß, mit dem Rad oder sogar mit dem Motorrad zog es die Gläubigen zu St. Ulrich und Afra. Prominenter Festgast war in diesem Jahr der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Ecken des Bistums. Die einen stehen noch mitten im priesterlichen Dienst, die anderen blickten bereits aus ihrem Ruhestand auf ihre Arbeit zurück. Rund 40 Priester feierten in St. Ottilien ihr 25, 40, 50 oder 60-jähriges Weihejubiläum, unter ihnen auch Bischof Konrad Starsa, der selbst vor 40 Jahren zum Priester geweiht wurde. Neben dem Gottesdienst genossen die Jubilare an diesem Tag ganz besonders das Wiedersehen mit alten Bekannten. Die Augsburger Flagge auf dem Petersplatz in Rom, Belagerung der italienischen Eisdielen und schwäbische Gelassenheit trotz 35 Grad im Schatten. So zeigte sich Rom während der bundesweiten Ministrantenwallfahrt. Auch rund 300 Minis aus dem Bistum Augsburg wollten unter dem Motto »Frei, darum ist es erlaubt, Gutes zu tun« ein Zeichen für den gemeinsamen Glauben setzen. Darüber hinaus stand natürlich auch jede Menge Spaß auf dem Programm. Das ist mega, also ich bin so froh, dass ich da bin. Das ist einfach ein tolles Gefühl, weil man einfach weiß, dass man nicht alleine ist, sondern dass so viele Leute da sind, die genauso denken wie einer selber. Dass es so viele Menschen auf einmal sind, die so alle das Gleiche machen wollen. Das ist einfach das, was am meisten Spaß macht, einfach das, was wir auch gemeinsam erleben wollen. Höhepunkt der 6-tägigen Fahrt war die Audienz mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz, der extra für seine Besucher aus Deutschland die Messe auf Deutsch vorbereitet hatte. Das Hochfest Maria Himmelfahrt im schwäbischen Wallfahrtsort Maria Vesperbild ist mit seiner feierlichen Lichterprozession zu den festlichen geschmückten Altären stets ein Höhepunkt im Jahreskreis. In diesem Jahr lockte ein ganz besonderer Ehrengast noch einmal mehr Menschen an: Erzbischof Georg Genswein. Tausende Gläubige erlebten den Präfekten des päpstlichen Hauses als besonders herzlich und offen. Berührungsängste waren an diesem Abend fehl am Platz. Was vor rund 40 Jahren im Kleinen begann, ist heute ein Großereignis. Rund 4000 Pilger kamen an Maria Himmelfahrt zur 33. Fatima-Schiffsprozession an dem Bodensee. In diesem Jahr mit an Bord war auch der Augsburger Bischof Konrad Starsa, der mit den Gläubigen für ein christliches Europa betete. Stimmungsvoller Höhepunkt war die Segensspendung mitten auf dem Bodensee mit der Bitte um Frieden für die ganze Welt. 1250 Jahre Benediktinerabtei Otto Beuren. Und das wurde in diesem Jahr auch ausführlich gefeiert. Höhepunkt war das Klosterfest Mitte September. Mit einem Sternmarsch auf dem Vorplatz der Basilika begrüßten Blaskapellen die Besucher. Im Gottesdienst sprach Bischof Konrad Starsa über die jahrhundertelange Präsenz der Abtei. Im Anschluss hatten die Besucher schließlich die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen des Klosters zu blicken.
Dieser Aktionstag hat in Augsburg bereits Tradition, ist in diesem Jahr, vor allem angesichts der Situation im Nahen und Mittleren Osten, jedoch aktueller denn je. Rund 500 Menschen haben sich auf dem Augsburger Rathausplatz versammelt, um gegen die Verfolgung von Christen weltweit zu protestieren. Hauptredner war Bischof Antoine Oudot, Bischof der Diözese Aleppo in Syrien. Mit einem Schweigemarsch zum Dom und der Kreuzwegandacht im Anschluss drückten die Teilnehmer noch einmal mehr ihre Solidarität aus. Wir machen gleich weiter mit den Monaten Oktober bis Dezember und ein paar thematischen Schmankerln aus dem Allgäu. Also bleiben Sie dran. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche. Wir machen Mut zum Leben. KJF. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Der Neubau der Barmherzigen Schwestern in Augsburg, der Einzug in die Basical-WG oder die Eröffnung der bundesweiten Adveniat-Aktion in Augsburg. Sehen Sie jetzt, was viele Katholiken in den letzten drei Monaten des Jahres bewegt hat. Altehrwürdige Räume und ein komplett neuer Studiengang. Nach über einem Jahr der Vorbereitungen war es Anfang Oktober soweit. Knapp 40 Studenten im ersten Semester läuteten den Bachelorstudiengang Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit im Kloster Benedikt Beuern ein. Hier werden in 7 Semestern Theorie und Praxis für Berufe in der Kirchengemeinde vermittelt. Das Studium richtet sich sowohl an junge Leute als auch an Menschen, die bereits mit beiden Beinen im Beruf stehen und sich weiterqualifizieren möchten. Bischof Konrad Staser bittet um Einlass in die neue Mutterhauskirche der Barmherzigen Schwestern in Gürgingen. Vor rund 350 geladenen Gästen zelebrierte der Bischof die Weihe, die gleichzeitig den Abschluss der über 4-jährigen Bauzeit bildete. Neben der Kirche entstand auf dem Areal der Barmherzigen Schwestern fast so etwas wie ein kleines Dorf. Hier haben die zumeist älteren Schwestern die Möglichkeit, barrierefrei zu wohnen und können bei Bedarf in den angeschlossenen Pflegebereich umziehen. Auf dem rund 36.000 Quadratmeter großen Areal in Göggingen können jetzt alle 117 Schwestern des Ordens zusammenleben. Die Niederlassungen waren ja oft sehr klein und eben die Schwestern alt, die konnten eigentlich das Offizium, also unser Stundengebet, gar nicht mehr singen. Und jetzt ist es wieder große Gemeinschaft, wo man miteinander Stundengebet singt, wo man miteinander Gottesdienst feiert und auch sonst Anbetung oder einfach sich in Gemeinschaft freut zum Lobe Gottes. Seit dem 18. Oktober ist das neue Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern offiziell eingeweiht. Ein Wohnprojekt junger Erwachsener auf der Grundlage des christlichen Glaubens. Das ist die Basical-Wohngruppe. Schon vor 2 Jahren entstand im Bischöflichen Jugendamt Augsburg die Idee, dieses Wohnprojekt ins Leben zu rufen. Anfang Oktober 2014 war es dann soweit. Bei einem gemeinsamen Gottesdienst mit den Bewohnern, deren Angehörigen und Weihbischof Florian Wörner wurde die WG offiziell eingeweiht. Sie folgt vor allem der Frage, wo will Gott mich haben? Dazu gibt es gemeinsame Gottesdienste, Einheiten zu Theologie sowie Praktika in sozialen Einrichtungen. Hoher Besuch im Bistum Augsburg. Zum Jahresempfang des Bischofs im November waren 400 Vertreter aus Kirche, Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben gekommen. Und der apostolische Nuntius Nikola Eterovic. Er ist der Vertreter des Papstes in Deutschland und besuchte zum ersten Mal das Bistum Augsburg. In seinem Vortrag »Herausforderungen für die Kirche im 21. Jahrhundert« im Haus St. Ulrich sprach er unter anderem über die Evangelisierung in der säkularisierten Welt. Im Vordergrund stand beim Jahresempfang aber das persönliche Gespräch in lockerer Atmosphäre.
Erstmals in der über 40-jährigen Geschichte der bischöflichen Aktion Adveniat ist die bundesweite Advents- und Weihnachtsaktion in Augsburg eröffnet worden. Unter dem Motto Ich will Zukunft stellt das Hilfswerk in diesem Jahr die Situation junger Menschen Lateinamerikas in den Mittelpunkt. Hoffnung geben, Perspektiven schaffen, Zukunft schenken. Diese Stichworte standen auch beim anschließenden Empfang im Kolpingsaal im Mittelpunkt. Anfang Dezember erhielten rund 40 Nikolausdarsteller in Missen-Wilhelms im Allgäu einen ganz besonderen Segen. Weihbischof Florian Wörner war zu Gast und feierte einen Aussendungsgottesdienst für die Männer, die im normalen Leben Polizisten, Fliesenleger oder Maler sind. Beim Gottesdienst und dem anschließenden Erfahrungsaustausch wurde deutlich, dass der Besuch des heiligen Nikolaus weit über das reine Geschenkeverteilen hinausgeht. Hildegard Schütz ist die neue Vorsitzende des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Augsburg. Die 54-jährige Gymnasiallehrerin aus Edenhausen bei Krumbach wurde bei der konstituierenden Sitzung am 13. Dezember von der Vollversammlung gewählt. Hildegard Schütz war zuletzt stellvertretende Vorsitzende und löst Helmut Mangold ab, der das Amt des Vorsitzenden nach 20 Jahren aus Altersgründen niedergelegt hatte. Zum einen freue ich mich und zum anderen stehe ich aber auch ganz demütig vor diesem Amt, weil ich weiß, dass das schon eine gewisse Integrationskraft auch innerhalb des Gremiums erfordern wird, um alles auf einen Nenner zu bringen oder möglichst mit einer Stimme zu sprechen letztendlich. Mehr als die Hälfte der insgesamt 84 Mitglieder des Diözesanrats ist neu dabei. Der Diözesanrat ist das oberste Laiengremium im Bistum Augsburg und vertritt die Anliegen der Katholiken in der Öffentlichkeit. Das war das Jahr 2014 im Bistum Augsburg, vollgepackt mit vielen interessanten Highlights. Und vielleicht hatten Sie ja bei diesem Überblick auch den ein oder anderen Aha-Moment. Vielleicht waren Sie bei der ein oder anderen Veranstaltung ja sogar selbst mit dabei. Doch wer jetzt denkt, das war schon alles, der irrt sich. Jetzt zeigen wir Ihnen nämlich noch einige ganz besonders schöne Momente und Geschichten aus dem Allgäu, die uns in diesem Jahr menschlich bewegt, beeindruckt oder sogar schlichtweg begeistert haben. Sehen Sie jetzt das Allgäu von seiner katholischen Seite. Allgäu, das sind interessante Menschen, spannendes Brauchtum und natürlich eine beeindruckende Landschaft. Die Berge gehören zum Allgäu wie Spätzle zu Schwaben. Und für die meisten Allgäuer Katholiken ist ein Berggottesdienst im Jahr fast schon Pflicht. Dieser Tag auf dem Nebelhorn war ganz besonders strahlend. Blauer Himmel, Sonnenschein und eine tolle Bergsicht. Genau diesen Tag hatte sich Oberstdorfs Pfarrer Peter Guckenberger für seine nach eigenen Schätzungen 100. Bergmesse ausgesucht. Man spürt oben auf den Bergen, dass manches, was im Tal groß ausschaut, klein wird. Auf der anderen Seite aber sieht man auch in der Größe der Natur, wie prächtig das alles gestaltet ist, damit wir den Herrgott finden im Leben. Und das ist meine Aufgabe als Pfarrer, den Menschen den Blick zu öffnen und die Sinne zu öffnen, dass sie nicht nur vordergründig hier die Berge betrachten, sondern dass sie eben auch, wenn sie unter dem Kreuz stehen, wir haben erst Kreuzerhöhung gefeiert, dass man darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet, unter dem Kreuz stehen. Die Gläubigen hat Pfarrer Guckenberger mit seinen Worten an diesem Tag erreicht. Viele von ihnen waren extra wegen der Bergmesse auf das Nebelhorn gekommen. Ich bin schon öfter mal da gewesen. Wenn wir in Oberstdorf sind für den Urlaub, dann sind wir auch immer wieder bei der Bergmesse. Morgen werden wir am Fellhorn sein. Einmal im Jahr kommen wir immer nach Oberstdorf und wenn eine Messe ist, gehen wir da auch hin. Einmal hier in der tollen Umgebung, hier in der herrlichen Luft, es war einfach nur schön. Eine tolle Atmosphäre, ist was ganz Besonderes. Etwas ganz Besonderes, das ist wohl ein jeder Berggottesdienst. Doch an diesem Tag war er dank der furiosen Konzerte, unter anderem des Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen und dank der ungetrübten Sicht auf die Allgäuer Gipfel, vielleicht noch ein bisschen beeindruckender als sonst. Beeindruckend, ja, das ist das Allgäu. Für die 25 Flüchtlinge aber, die vor einigen Monaten im Markt Dietmannsried gestrandet sind, war es vor allem eines: fremd und einschüchternd. Doch das hat sich schnell geändert, dank ihrer dezentralen Unterbringung mitten im Wohngebiet. Diese Leute, wo so viel verloren haben, wo vieles durchgemacht haben und in ein fremdes Land kommen mit fremden Sitten und sich teilweise die Sprache gar nicht sprechen,
ja, ich finde einfach, da muss man helfen. Das haben sich in Dietmannsried viele Menschen gedacht. Rund 35 Ehrenamtliche helfen in Zusammenarbeit mit der Caritas Kempten den Asylbewerbern, sich im täglichen Leben in Deutschland zurechtzufinden. Dafür bekommen sie jede Menge Dankbarkeit zurück. Als mein Baby im Krankenhaus zur Welt gekommen ist, haben uns viele besucht, um uns zu beglückwünschen. Dadurch fühlte ich mich schon fast als ein Teil dieser Gemeinde. Es hat mich so sehr gefreut. Ich bete jeden Tag zu Gott, dass er den Menschen hier auch weiterhin so viel Liebe gibt, wie wir sie erfahren haben. Ich werde jeden Tag an mir arbeiten, um alle hier stolz zu machen. Ich danke Gott und Deutschland, dass ich hier sein darf. Ich bedanke mich bei Dietmannsried. Aber auch bei vielen anderen Gemeinden sowie katholischen Einrichtungen im Bistum Augsburg, die viel dafür tun, um den Flüchtlingen zumindest ein Stückchen Heimat zu bieten. Gastfreundschaft wird auch hier bei den Missionsbenediktinerinnen in Bernried am Starnberger See großgeschrieben. Immer wieder kamen in den Sommermonaten Gläubige, um der Hektik des Alltags zu entfliehen, zu sich selbst zu finden und Gott zu begegnen. Klosterzeit nennt sich das Angebot, das den Akku wieder aufladen soll. Beim Gebet etwa, bei gemeinsamer körperlicher Betätigung oder einfach im Gespräch. Wir haben alle sehr anstrengende Berufe, die sehr viel Energie von uns erwarten und fordern. Und da muss man natürlich auch irgendwo eine Tankstelle finden, wo wir wieder Energie zuführen können. Ich finde hier das, wo im Alltag ganz schwer zu erreichen ist. Also ich kann mich hier ins Kloster, ins Chorgebet einklinken, mache einfach hier in der Gruppe mit, kriege hier Impulse, die ich auch mit in meinen Alltag nehmen kann. Wir hatten einzelne Aufgaben zu bewältigen, sage ich jetzt mal, die ich auch als Herausforderung gesehen habe, einander zu begleiten und sich auch ein Stück weit zu öffnen. Ich war ganz neugierig, schon immer, die letzten Jahre, auf das, was hinter den Klostermauern stattfindet. Und ich wollte ein Plätzchen haben, wo ich mal nur für mich alleine bin und nur das mache, was mir Spaß macht und Anregungen bekomme zum Denken und hier mit den Schwestern auch beten. Das ist, finde ich, für mich totale Entspannung und da bin ich ich. Zum Abschluss des Seminars Klosterzeit haben die Frauen bei einem Spaziergang die Tage noch einmal Revue passieren lassen. Es ging zu einer kleinen Kapelle. Auf diese Weise haben sie das Gefühl von Gemeinschaft, die Nähe zur Natur und den Glauben an Gott verbunden. Der Alltag konnte kommen. Bei den Ministranten in Ottobeuren hingegen war es an diesem Tag im Juni mit Ruhe und Andacht nicht weit her. Schwer konnten sie sich zu Beginn ihrer Ministunde auf das Vaterunser konzentrieren. Schnell übernahm ein ganz anderes Thema die Oberhand. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, die gerade lief. Und wer denkt, Glaube und Fußball passen nicht zueinander, der irrt sich. In einem Team wie in einer Fußballmannschaft, wo 11 oder auch 23, die auf der Ersatzbank sitzen, sind ja auch mit dabei, muss eine gute Harmonie herrschen, also eine gute Gemeinschaft untereinander. Das ist im Glauben genauso. Wenn im Glauben keine Gemeinschaft herrscht, wenn ich das jetzt auf meine 144 Ministranten beziehe, dann funktioniert es nicht, wenn man sich gegenseitig immer ärgert oder nicht miteinander zusammen gut auskommt. Zusammen gut auskommen, Teamgeist, Fairplay. Alles Fähigkeiten, die einen im Leben weiterbringen. Und so wurde der Klosterinnenhof von den fußballbegeisterten Minis kurzerhand zum Spielfeld umfunktioniert. Glaube, Gemeinschaft und Spaß am Leben. Für die Ottobeurer Ministranten eine echt gute Mischung, die beflügelt. Das war Katholisch 1 TV im Jahr 2014. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wenn Sie möchten, sehen wir uns wie gewohnt im neuen Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch. Kommen Sie gesund und munter ins neue Jahr.